Passend zum Sonntag erwartet uns morgen wirklich bestes Ausflugs- und Spaziergangwetter. Den ganzen Tag wird die Sonne scheinen und die Temperaturen sind auch recht angenehm. Vor allem in Verbindung mit dem schwachen Wind und dem Sonnenschein fühlt sich das Ganze nochmal sehr mild an. Ja, und damit herzlich willkommen hier bei wetter.net. Und dieses freundliche Wetter haben wir diesem Hochdruckgebiet zu verdanken, das dieses Wochenende genau über uns liegt. Am heutigen Samstag haben wir noch eher kühlere Luftmassen. Darin eingeschlossen sind auch noch einige Wolkenfelder. Diese lösen sich bis morgen aber auf. Und dann kommen wir hier auch schon in eine mildere Südwestströmung. Und die sorgt dann morgen hier für viel Sonnenschein und dass sich die Wolken dementsprechend auflösen. Aber ein Tiefdruckgebiet wird sich dann zu Wochenbeginn uns wieder nähern und dementsprechend wieder mehr Wolken und etwas unbeständigeres Wetter bringen. In der Nacht wird es klar und jetzt in der fortgeschrittenen Jahreszeit kann es dann natürlich stark auskühlen. Am Morgen werden nur noch 2 bis 5 Grad gemessen. Bodenfrost ist örtlich dabei und in den Mittelgebirgen, da kann es sogar leicht frostig werden. Im Südwesten, in den Tallagen und Niederungen, da kann örtlich noch Nebel hinzukommen. Dieser löst sich dann aber im Vormittag verbreitet auf, also auch in den typischen Nebelregionen im Süden und in der Mitte. Auch da werden wir morgen viel Sonnenschein erwarten. Und im Rest des Landes, ja, da braucht man nicht viel zu sagen. Wir sehen hier überall die Sonnenscheinsymbole. Viel Sonnenschein morgen, dazu sehr angenehme Temperaturen, vor allem am Nordrand der Mittelgebirge, aber auch der Alpen und im Südwesten. Temperaturen um oder auch über 15 Grad in den Niederungen und in höheren Mittelgebirgen, da kann es teils noch mal etwas kühler sein, aber überall wird sich das sehr angenehm anfühlen. Zur neuen Woche nähert sich dann ein Tiefausläufer, der wieder mehr Wolken in das Wettergeschehen mit einbringen möchte. Im Westen am Montag schon mit dichteren Wolken und einzelnen Regenschauern, während es im Osten und Süden zwar auch schon mehr Wolken gibt, hier bleibt es aber insgesamt noch trocken und hier sind die Wolkenlücken zum Teil auch noch sehr groß. Wir sehen hier aber auch bis zu 18 Grad werden im Südwesten erreicht, es kommt also eine wärmere Luftmasse zu uns. Am Dienstag schwächt sich das Ganze schon wieder ab, vor allem aus Nordwesten lockert es wieder auf. Hier kann sich die Sonne immer mehr behaupten, während wir im Süden dann noch dichtere Wolken haben. Hier kann es örtlich auch noch mal nass werden, auch das Ganze bei eher mild. Temperaturen, auch nachts wird es dann milder sein. Am Mittwoch wird es dann interessant, vor allem auch in den folgenden Tagen, denn dann kann sich ein sehr kräftiges Hochdruckgebiet durchsetzen und dann auch für mehrere Tage anhalten. Es gibt allerdings auch Schönheitsfehler, denn in der Mitte und im Süden kann sich, wenn wir hier etwas Pech haben und sehr wenig Wind weht, eine kräftige Hochnebeldecke bilden und diese kann dann den Sonnenschein verhindern. Besser sieht es schon in den höheren Mittelgebirgen aus, sowie auch im Osten und im Norden. Hier werden wir dann verbreitet Sonnenschein haben und das Ganze bei auch sehr angenehmen Temperaturen um oder auch über 15 Grad. Doch dazu dann mehr nochmal in den nächsten Tagen. Da gehen wir dann nochmal genauer drauf ein. Heute ist wieder Samstag und dementsprechend schauen wir uns wieder eine Auswahl unserer Community-Fotos an. Da könnt auch ihr Fotos hochladen, aktuelle Wetterfotos in unsere Facebook-Wetternet-Community-Gruppe. Und dann werden wir auch eure Fotos hier mal vorstellen. Ja, vielen Dank hier nach Berlin für dieses für die Jahreszeit sehr passende Wetterfoto. Und auch vielen Dank hier an Daniel Herzig nach Wandersleben für diese schöne herbstliche Morgenstimmung mit Nebel im Tal und an einer deutlich klareren Luftmasse knapp darüber. Ja, das war's von mir für heute. Wir sehen uns morgen wieder zum Wochenausblick und damit wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Und wer die Zeit hat und sich darauf freut, auf das sonnige Wetter morgen, genießt auf jeden Fall nochmal den schönen Tag.